Iris Berben, Martina Gerdeck und auch Harry Rowohlt, sie alle waren schon in Suhl zum Kunst- und Literaturfest Provinzschrei. Seit 15 Jahren gibt es das jetzt schon, veranstaltet von einem rührigen Verein und immer mit einer wunderbar bizarren Mischung aus Provinzialität und Kultur. Diese Woche wurde also das 15. gefeiert. Wir waren dabei, blicken aber auch ein bisschen zurück. An die 1000 Gäste allein an diesem Wochenende. 15 Jahre Provinzschrei, das Jubiläum. Initiiert von Claudia und Hendrik Neukirchner. Das Kulturfestival ist eine Erfolgsgeschichte im Thüringer Wald. Wir sind ja nicht als Veranstalter geboren, ne? Also man hat jetzt, als wir angefangen haben, haben wir jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt, um gut zu sein, müssen wir jetzt nicht hier 1000 Besucher jedes Mal locken. Uns war wichtig, die wir erreichen, dass die dabei sind und dass die nicht nur kommen zum Trinken, sondern dass sie wegen des Inhalts kommen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Und mittlerweile kommen die Besucher, auch wenn sie die Akteure oder die Autoren nicht unbedingt kennen. Sie vertrauen uns über die Jahre hinweg. Konzerte, Lesungen, Performances und vieles mehr nach Suhl zu holen, das ist der Antrieb der Neukirchners. Mit einem kleinen Fest, ein Wochenende lang, haben sie vor 15 Jahren begonnen. Seither setzen sie einen großen Teil ihrer Freizeit dafür ein. Inzwischen ist daraus ein Festival geworden mit 30 Veranstaltungen, fast 2 Monate lang. Bekannte Künstler sind dabei, ebenso Nachwuchs aus der Region. Ich war die Woche schon bei IC Falkenberg, war total klasse. Die Lesungen sind toll und endlich ist mal was los in Suhl. Ja, und es ist auch eigentlich nur ein bisschen breiter geworden, so von dem, was eigentlich alles geboten wird. Am Anfang war es wirklich sehr lesungslastig, sehr für Dichter sowas. Und mittlerweile wirklich auch mal Bands. Also immer wieder, es gibt immer wieder was Neues. Auch beim Essen. Für das Essen sind Sie verantwortlich, Frauen aus Suhl und aus der Umgebung. Sie sind ehrenamtlich dabei, um das Festival und die Neukirchners zu unterstützen. Ich denke mal, der Provinzschrei, die bringt so viele tolle Künstler hier ran, ob das jetzt Schriftsteller sind oder Musiker sind. Und das ist so toll, was die da alles organisieren. Und da muss man sich ganz einfach einbringen. Toller Künstler diesmal war zum Beispiel der Comiczeichner und Autor Ralf König. Das war Teil 1 vom Streich, doch Teil 2 erfolgt zugleich. Für die Neukirchners ist das Festival ein schöner Erfolg geworden. Und für Suhl ist ihr Provinzschrei ein kultureller Höhepunkt.